Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3. Mit mir, dem Gönner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Tic-Tac-Toe und wir werden mal hier noch die Rekrutierungsmöglichkeiten ein bisschen verändern, damit wir gleich mal versuchen können, unsere Monster hier noch ein bisschen aufzustocken. Denn mit der Armee müssen wir uns irgendwann noch anlegen. Das wird unterhaltsam. Okay, erstmal, nächste Runde. Gucken wir mal rein, was passiert. Jetzt mittlerweile ja nur noch 100 Fraktionen. Geht ein bisschen schneller. Okay, ich glaube, das müssen wir nicht zeigen. Das gewinnen wir ohnehin nicht. Level 25. Casual. Wird der Quaxottel angreifen? Das ist eine gute Frage, finde ich. Und wir brauchen noch was gegen seinen Helden, ne? Also diese... Dass das halt einfach nur... Naja, okay, gut. Das ist jetzt keine wirklich starke Armee, ne? Aber unsere Truppe ist einfach auch mit 13 Einheiten zu klein. Wir machen minus 1000 jetzt pro Runde. Wow. Okay. So, Angriff. Oh, Leute. You are not being serious. Hinterhalt. Was zum Geier. Wie lange brauchst du bis hier? Zwei Runden. Ja, mach mal so. Ab dafür. Okay. Also wir müssen nur irgendwie verhindern, dass er uns da attackiert. Wie weit kannst du laufen? Wahrscheinlich weit genug, ne? Weit genug. Können auch hier hinlaufen, dann kann ich aber keine Einheiten rekrutieren, für die ich zwei Runden brauche, ne? Brauchen wir gegen seine Einheiten hier von den Biestern welche? Die gehen ja relativ leicht, oder die sind ja relativ leicht zu rekrutieren, ne? Sollen wir mal versuchen? Bisschen Geld haben wir ja noch. Also vielleicht kommen da raus, vielleicht auch nicht. Drei Runden haben wir Zeit, oder? Ne, wir bauen nix. Uff, ja, es wird nicht besser. Ja, klar, dann bitte. Schenken. Da können wir nichts machen. Also, ja. Ja, wir werden ein paar Siedlungen verlieren, ne? Wir haben einen Unverschämtheitskrieg par excellence momentan halt an der Backe. Was will man da machen? Hinterhalt verhindert. Wie ernst gemeint ist das? Auf einer Skala von 1 bis gar nicht. Okay. Schlage ich vor. Ja, ich denke, er wird versuchen, hier die Sonnenbaumlichtung einzunehmen. Pirschen wir uns so ein bisschen hier ran. Machen wir hier mal weiter. Ah ja, okay, jetzt hat es geklappt. Cool. Auto-resolven wir sofort und werden das Ding niederreißen. Haben damit endlich diese dämliche Fraktion vernichtet. So. Wir kommen jetzt halt hier nicht weiter. Wir werden noch ein paar Runden hier ausharren müssen. Ja, aber so ist das jetzt erstmal, ne? Weiter geht's. Ich überlege noch gerade, wir müssten irgendwie noch versuchen, den Skinkpriest... Oh, er ist in Quaxottel geblieben. Wir müssten da irgendwie versuchen, mit dem Skinkpriester zum Tic-Tac-Toe zu kommen. Ach krass, cool. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Cool. Nee. Auf gar keinen Fall. Okay, in diese Verstärkungsstellung. Also die absolute Oberfrechheit ist halt natürlich auch, dass er ihn halt einfach hier hinten hin katapultiert hat. Ich meine, was soll das denn? Aber okay, gut, ja, dann machen wir halt hier weiter.
So, du kommst hier rüber. Und du gehst hier hin. So. Da ist er jetzt. Quacksottel ist noch angeschlagen. Heißt für uns, wir greifen hier einmal an. Einfache Übung, oder? Okay, also Stegadon, Bastilladon. Stellt ihr die so richtig auf? Okay, go. Okay. Und Feuer frei. So ein bisschen Pfeilhagel ist nicht so schlimm, schätze ich. Denn wir können ja Einheiten heilen. Hier hoch bitte. Fliegende Einheiten haben die Khemri nicht, oder? Ja, mal nur ihre Fernkämpfer und so, ne? Warum machst du Pause? So, die Standarte mit dem rüstungsdurchdringenden Schaden können wir ja ohne Probleme nochmal... Achso, warte mal, gib das mal ruhig ihm hier. Ja, mehr Armor-Piercing-Damage. Ja, ist, glaube ich, ganz okay. So, besetze das bitte. So, und er hockt da jetzt drin und will uns dann nächste Runde da angreifen wahrscheinlich, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir dann darauf reagieren. Wir hätten noch eine zweite Armee in der Nähe, aber wir können wirklich, glaube ich, noch eine Runde warten. So, der kolonisiert jetzt den ganzen Quatsch. Das ist so geil, dass der einfach seinem Kriegsgegner unsere Festung übertragen hat. Also ich komme darauf immer noch nicht klar. Es ist so absurd einfach nur. Es ist völlig absurd. Es wird immer absurder. Okay, gut. So, guck mal hier. Quetzalcoatl, ich habe den Typen da platt gemacht. Ne? Aber ein Handelsabkommen will es immer noch nicht mit mir. -1,2. Wann kriegt man da eigentlich mal ein Plus drauf? Wir kriegen kein Plus, ne? 17, ja. Ja, freuen wir uns, wenn unsere Armee zurückkommt. Okay, also wir wollen die... Wollen wir die Auseinandersetzung hier suchen? Also er wird uns auf jeden Fall angreifen. Aber er baut auch gerade diese Stadt aus. Okay, also wir machen Folgendes. Wir gehen hier aus der Siedlung raus. Wir werden das nicht halten können. Und mir ist noch was anderes aufgefallen. Und zwar schaut mal, wenn wir nämlich hier... Seht ihr das?
Mir wurde vorher angezeigt, dass wir hier Verschleiß bekommen. Wir bekommen keinen Verschleiß. Ich weiß nicht warum. Das wurde mir vorher noch angezeigt. Hier, seht ihr es? Da. Auch. Aber es liegt an der... Es liegt an dem Land, ne? Es liegt auf... Hier auf dem Land bekämen wir den Verschleiß. Hier bekommen wir sogar Verstärkung. Es wird immer abstruser. Ja. So, ne? Gut, du läufst so weit, wie du kannst, weil wir werden die Verstärkung dringend brauchen. 6 Einheiten, 23. Okay, gut, ja. Das große Problem wird die Moral sein. Ich habe dem übrigens schon mal alle Items weggenommen. Wir werden nicht, ja, ne, das können wir so lassen. Wir werden ja kämpfen müssen. Das ist ja der Quatsch an der Sache. Wir können ja nicht dieses Gefecht mit der Armee hier ablehnen. Und wir können uns auch nicht zurückziehen übrigens, ne? Das muss anders gemacht werden. Und zwar, schaut mal. Ja, wir machen jetzt hier Gefecht, so. So, okay. Also. Ja, ja, volle Pulle, komm. Also, davon behalten wir eh nichts. Oh nein! Die Elite-Streitwagen. Es sind solche Trash-Einheiten. Man muss es wirklich sagen. Skelett-Streitwagen. Wow, Alter, der will's wissen. Der ist schnell. So. Blop, 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 blop. Naja, weg, weg, weg. So. Haben wir alle? Wir haben alle, ne? Niederlage zugeben. Ja, weil zurückziehen können wir uns nämlich nicht. Danke, Spiel übrigens. Und dann beenden wir hier das Gefecht. So, jetzt verlieren wir nämlich keine Einheiten. Das ist auch sowas, ne? Da ist das Spiel ja auch so intransparent. Wenn wir uns zurückgezogen hätten, in dem Moment, wo die alle flüchten und unsere anderen Einheiten noch nicht auf dem Schlachtfeld sind, würden wir Einheiten verlieren. Wahrscheinlich nicht so viele, aber... Also, das ist schon... Das Spiel ist schon sehr intransparent. So sieht's nämlich jetzt aus. Gut, und wohin? Er zieht sich da hinten hin zurück, okay. Ja, okay, okay. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das wird schon irgendwie passen. Noch 100 Fraktionen. Wir haben eine neue Mission. Besiegt König Kabash. Jo. Mhm. Du läufst hier hin. Dann könnte er sogar nächste Runde attackieren. So, jetzt ist die Frage. Der will... Jetzt in fünf, der braucht jetzt 5 Runden, bis der Quacksottel wieder aufgebaut hat, ne? Dann darf er sich das jetzt aussuchen, wo er hin will. Also entweder greifen wir ihn in der nächsten Runde hier an, oder er verfolgt diese Armee hier. Vielleicht will er es ja machen. Dann ziehen wir uns zu den Statuen der Götter zurück oder so. Versuchen ihm da einen Hinterhalt zu legen. Ach, du kommst. Du, ich kann den jetzt nicht damit rein. Ah, nee, da sind auch. Da sind 20 Einheiten drin. Ja, 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 ja. Da warte. Ich schmeiß mir den hier raus.
Für die Einheitenverstärkung, damit wir dann auf jeden Fall fresh sind, wenn der da ist. Eine Fernkampfeinheit zu haben, ist aber schon stark. Pass auf, die Powax-Wächter. Die kriegen wir ja wieder, ne? Mach das. Die zusätzliche Einheitenverstärkung ist schon wichtig. Das wird ja noch ein paar Runden dauern. So, der könnte dann theoretisch immer noch hierhin zurücklaufen. Ja. So, wenn wir jetzt hier eine Einheit rekrutieren wollen, dann würde er diese Armee auf jeden Fall attackieren, ne? So, wir bauen hier die Gebäude hin, die uns zusätzliches Einkommen geben. Aber erstmal nur auf Stufe 1. Ja, das dauert zu lange. Okay. So, wo läuft er hin? Er bleibt in der Siedlung, oder? Nee, er greift an. Okay, ja, wir ziehen uns zurück. Wir werden diesen Ritus selbstverständlich nicht durchführen. Da ist jetzt die Frage, wo wir gleich hin wollen. Okay. Wie weit kommt der Dude? Ich will keine Mission sehen. Ich will wissen, wie weit er laufen kann. Okay, also er kommt gar nicht bis nach Huanti. Jetzt ehrlich? Da kommt er doch aber nur nicht hin, weil er hier steht, ne? Ich könnte, ne? Ne, da kommt er generell nicht hin, okay. Spannend. My servant fails me. Okay, wir gehen mit dem Einkommen runter. Ja, wir nehmen den Ritus für mehr Waffenstärke und so weiter. Und du greifst Quaxhotl an. So, dann schauen wir mal. Sieht ja eigentlich sehr vertraut aus, ne? Das ganze Terrain. Okay, genau, der hält sich noch hier so ein bisschen versteckt. Und ihr geht mal vor und greift mal die Mauer hier an. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Zeig mal, wie weit sind wir hier? Naja, man muss das immer mal wieder so anklicken, sonst attackieren die nicht richtig, ne? Naja, okay, gut. Machen wir kurzes Päuschen, sehen uns gleich wieder. Das Tor ist offen. Super. Dann kommt mal rein. Also ich denke, wir versuchen... Ja genau, ich denke auch, wir versuchen die so auf der einen Seite erstmal so alle wegzuschieben. Gib dir mal den Bonus. Greif du die an.
versuchst du mal hier hoch zu laufen, ne? Und dann greifen wir die von hinten an. Genau, komm du mal auch hier hoch. Halt sofort, wenn dieser Überheld von denen nicht dabei ist, wie schrottig die Einheiten auf einmal sind. Mhm. Er greift den an. Von dem will ich mich jetzt nicht so rumschubsen lassen. Wo sind denn seine Bogenschützen? Die sind da hinten. Okay. Er greift den mal an. Greif den mal hier an. Das ist hier vielleicht noch mal ein bisschen besser. Genau, ja, Moral runterziehen ist gut. Gleich noch mal ein bisschen Anlauf nehmen. Mhm. Ja, noch kommen wir da nicht so gut durch. Deswegen würde ich sagen, lass mal stehen. Du kannst ruhig verfolgen, also... Mal lauf mal so. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Aber es sieht nicht gut aus. Das sieht besser aus, jawohl. Sehr schön. Der will nur spielen. Krass, dass der mit seinen Fernkämpfern da überhaupt Schaden anrichtet. Aber gut, okay. Ja, lauf mal durch. Okay, pass auf. Wir schauen mal, ob wir das noch einen Moment so aushalten. Alter, von wegen, ne? Wie Armor-Piercing-Schaden. Als ob der mit Armbrüsten schießen würde. Ja. Weiter. Ja. Wir müssen schon so ein bisschen versuchen, die einzelnen Einheiten rauszunehmen. Dass die halt Eigenschaden bekommen. Ist natürlich schön, noch einen Bastilladon mit Heilfähigkeit dabei zu haben, aber das ist halt hier noch nicht so realistisch. Du kommst mal hier hin. Vielleicht können wir die jetzt schon gezielt einsetzen. Wir kriegen halt sehr wenig Eigenschaden, aber okay. Bis die kommen. Mach hier weiter. Mhm. Ja, wir versuchen hier die Randale schon so ein bisschen zu kontrollieren. So, nimm eins der Monster jetzt mit und jage mal hier die Fernkämpfer nach Möglichkeit. Na, guck mal, er hat die geschafft, die beschworen. Ja, dann versuch mal gegen die zu kämpfen, solange die noch da sind. Ja, genau. Stell dich mal so auf. Die müssten ja eh sich nach einer Zeit auch wieder auflösen. Oder, warte, nee, genau, mach das. Du machst das schon richtig. So, guck mal, jetzt kommst du einmal hier rum. Aber das ist eigentlich auch Quatsch. Das ist eigentlich Quatsch, hier hinten anzugreifen. Aber die Salamander sind wenigstens schnell. Genau, versuch das mal bitte. Guck mal, du greifst hier an. Und ihr könnt mal schießen.
Na, schafft ihr das? Okay. Weiter geht's. Schnappen wir uns den nächsten, die Öschabdi sind da ja raus. Dann du gehst jetzt mal in den Nahkampf rein und du kommst jetzt mal mit hier hinten rum. Genau, ja, das ist besser. Ich glaube, im Verfolgen sind die besser, die sind ein bisschen schneller. Also kannst du jetzt mal hier auf den schießen. Scheint zu klappen. Genau, Attacke. Da halt einfach so viele Einheiten, ne? Deswegen dauert das so lange. Geh noch mit in den Nahkampf rein. Obwohl, warte, lass ihn hier kämpfen. Stell du dich jetzt hier rüber. Okay, das sind noch 35. Nimm mal eins der Bastilladons noch mit da raus. Greif an. Oh Gott, Alter, was machst du da für einen Müll? Komm schnell hier hin. Er schießt direkt auf ihn. Guck mal, du greifst hier an. Ja, sehr gut. Ah, jetzt habe ich den Charge abgebrochen, das war nicht gut. Du kommst jetzt auch noch mit hier zu. Ja, das sieht gut aus. Da lösen sie sich auf. Fantastisch. Okay, also, das hat doch gut geklappt. Gefecht beenden. So. Rang 7. Cool, 2 Ränge. Nicht schlecht. Besetzen. Wir haben des anderen Gauners Scherbe gestohlen. Cool. Und eine Rüstung bekommen. Cool. Gesegnete Chameleon-Skins. Ja, da, es ging's ja. Danke. Okay, wir haben die inspirierende Gegenwart bei ihm. Gehorsam führt zum Sieg brauchen wir auch. Und die uralte List brauchen wir auch. Und unser Gegner, ne, der hat halt mal einfach so Level 28. Level 28. Diese random XP, die hier einfach so verschenkt werden, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Okay, wir können aber überlegen. Wir haben keine Einheiten, die wir innerhalb von einer Runde rekrutieren können. Ne? Okay, gut. Und die brauchen 9 Runden. Mhm. Also es wäre jetzt noch eine Idee zu gucken. Was ist, das ist keine so, das ist auch nicht so eine starke Garnison. Also wir würden es wahrscheinlich mit einer Runde Verstärkung schaffen, ihn anzugreifen. Das Problem ist, er könnte zurück angreifen, ne? Dafür ist dann Tic-Tac-Toe nächste Runde da. Puh. Ja, das ist schon.
Das ist schon gierig. Naja, er läuft zurück in seine Stadt. Okay. Das heißt also, er könnte jetzt auch unsere Festung angreifen. Das heißt, wir müssen versuchen, an der Stelle nochmal Druck zu machen. Reikland hat die Nemesis-Krone versiegelt. Aus den kalten, toten Händen ihres vorherigen Trägers, das war der Festus, ne? Konz von Hassel Reikland, ein jedoch nicht gerissen. Wow, okay. Streckt die Korruption der Nemesis-Krone in alle Richtungen ihre Ranken aus. Sie galt als zu gefährlich, um je verwendet zu werden und wurde stattdessen verworfen und unter unzähligen Schutzmaßnahmen versiegelt, auf dass ihre Boshaftigkeit nie wieder zum Vorschein käme. Also, da können wir nicht drin bleiben, dann ist diese Armee nämlich weg. Ja. Maturodans. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, es sei denn, wir nehmen diese... Es sei denn, wir nehmen diesen Bonus mit... dass wir die zusätzliche Bewegungsreichweite für eine Runde bekommen, ne? Jetzt auch noch mal ganz kurz noch mal dazu, und zwar falls ihr, oder was heißt dazu, es hat damit gar nichts zu tun. Ich habe ja vorhin diese legendären Terradon-Reiter aufgelöst und ihr sagt euch vielleicht, ja Moment mal, die sind doch viel besser als die anderen Einheiten, das ist ja auch schon richtig. Allerdings bekommen die auf jeden Fall diese drei Goldwimpel wieder zurück, wenn ich sie wieder bekomme. Ne? Und hier habe ich halt einfach meinen Fähigkeitenbonus durch die Goldwimpel mit mehr Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr und Geschossresistenz. Ne? Und den behalte ich dann hier ja auch. Okay. Der kann nur angreifen bis hierhin, meine ich, oder bis hierhin. Also er kann ihn nicht... Er kann ihn nicht komplett angreifen. Ja? Ist das korrekt? Das ist korrekt, oder? Ne? Alter, unsere Garnisonen sind einfach so räudig mies. Wir haben da oben noch so viel zu tun. Und wir müssen noch die Lord Kroak-Mission machen. Die machen wir aber nicht jetzt. Zentralen Dschungel, ja, das brauchen wir noch. Okay. Lass mich mal kurz auf die Uhr gucken, wie spät es ist. Aber ich glaube, wir haben schon die 30 Minuten voll. Es wird ein spannender nächster Part werden, denke ich mal. Bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.